Okay. Ja. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Tobi! Bitte begrüßen Sie mit mir die Verlierer vom Ostschweizer Maskenball 2015. Jetzt mal im Ernst, Mädels, wer kleidet euch ein? Der Stevie Wonder. Aber ich bin sicher, ihr findet auch die Kleider. Woo! Wieso diese Woo-Girls ständig wohnen müssen, wenn sie zum Beispiel ein Getränk gewinnen oder wenn ein scharfer Kerl sein T-Shirt auszieht. Ich kann es dir sagen, weil ihnen das Leben nichts Besseres bietet. Sie sind in Wirklichkeit traurige Menschen. Sieh dir die Frauen genau an, Willi. Sieh sie dir genau an und hör mal zu, was ihre Woos in Wirklichkeit aussagen. Oh. Und jubeln darf jetzt auch noch Annalisa. Sie ist nämlich die erste Gewinnerin von meinem neuen Award. Beste schauspielerische Leistung nach Drehbuch, ohne dass es auch noch der letzte Doppel gemerkt hat. Hey, nein, ich glaube es ja nicht. Ist das der Tobi? Voll sehe ich das richtig. Der Tobi ist, glaube ich, dort unten. Hand in Hand mit der Nathalie und der Julia. Was? Nein. Doch. Ja, und eine hat sie in dieser Sendung wie immer ganz hart getroffen. Ich meine, es ist bei mir nicht das erste Mal, dass ich aus dem Auto geschmissen werde oder so. Ach, die Freier werden immer unverschämter. Oh! Aber da kann man ja etwas machen dagegen. Schminken zum Beispiel. Wieso schminkst du dich jetzt? Bist du normal? Hast du kein anderes Problem? Sie möchte aber in Schönheit sterben. Ja. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Wieso ist sie da gut aus? Ja, das war's dann wohl. Du hast mir dort irgendwie nicht gezeigt, dass es dir ernst um mich ist. Wenn sich keine Gefühle von deiner Seite entwickeln, dann... Nico. Ich habe Panik und denke, jetzt wirst du zerfleischt. Das ist einfach der erste Moment. Es ist eine extrem intensive Gefährdungssituation. Und dann ist gekommen, was eigentlich schon nach Sendung 1 hätte kommen müssen. Es tut mir leid. Unsere gemeinsame Reise endet hier. Und sind wir ehrlich, er hat es ihr wirklich schonend beigebracht. Eigentlich hat er ja sagen, Freis! Den riesen Stein habe ich genommen und habe ihn nach dem gerührt. So. Aber wir alle kennen Nicole. Sie wird nicht aufgeben, sie wird weiter um den Tobi kämpfen. Ich habe da sogar ein exklusives Video zugespielt bekommen von etwas, was sie aufgenommen hat, nachher im Hotelzimmer und dem Tobi geschickt hat, um ihn zurückerobern.